Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Daniel P. und wir spielen Platformica. Ein Spiel, was ihr heute erwerben könnt. Gerade frisch auf Steam raus. Also für euch ist das heute, für mich ist das schon vorgestern. Wir drücken auf neues Game. Es muss wohl ein einer von den drei Turbinen funktioniert nicht. Du musst dahin und zu dieser fliegenden Insel kommen. Musst du hinkommen. Ich wollte eigentlich noch zu Ende erzählen. Dann kam da auf einmal ein Text und der hat mich umgehauen. Es ist auf jeden Fall eine Art Jump-and-Run-Spiel. Nicht nur eine Art, ich glaube, es ist ein Jump-and-Run-Spiel. Und vor allem soll es schwer sein. 10 Level soll es nur haben. Und die Mauseinstellungen gefallen mir nicht. Da hätte ich gerne eine Einstellung für gehabt. Was ist das für ein Ding? Kann man springen? Ja, kann man. What the fuck? Okay, man muss sich dran gewöhnen. Wie kann man denn Sachen aufnehmen? Ducken kann man sich. Links- und Rechtsklick funktioniert erst einmal nicht. Wäre auch zu einfach gewesen, wenn es die Tasten wären. Ich habe ja unter Optionen geguckt, aber hier gab es leider nichts einzustellen. Da hoffen wir mal, dass das Spiel das irgendwie noch erklärt für den Otto Normalverbraucher. Ich drücke einfach mal alles, was ich kann. Enter. Shift. Steuerung. Links. Andersrum irgendwie? Nö. Ah, jetzt hat's geklappt. Seltsam, ne? Ah, okay, jetzt hat's geklappt. So. Jetzt ging der Weg hier frei. Die Steuerung ist gewöhnungsbedürftig, muss ich leider zugeben. Gerade weil man die Maus Geschwindigkeit nicht einstellen kann. Allerdings das Hochgehen finde ich gar nicht so schlecht. Der macht das dann doch ziemlich flott. Das Springen allerdings, ja, man sieht's. Das Springen allerdings ist doch ziemlich schlecht zu positionieren. Ich finde immer schade, dass solche Spiele daran schwer werden, dass man so richtig schlecht die Steuerung baut. Jetzt nicht ganz schlecht, das ist nur der Sprung. Wenn man abgesprungen ist, kann man nichts mehr machen. Oder er springt erstmal gar nicht, so wie jetzt. Dabei habe ich die Taste durchgedrückt. Da ist ein Kubus. Ah, das ist natürlich ziemlich nett, dass einfach das Ding runterfällt. Wir müssen mal schauen, ob wir das hinbekommen. Einfach drüber laufen. Der Collider, der nämlich da drauf ist, ist ziemlich komisch. Ich wollte gerade sagen, ist ziemlich nett. Die Idee ist super, muss ich ehrlich sagen, finde ich cool. Ich finde leider immer nur schade, dass diese Spiele. Ich habe nämlich noch eins, was ich euch auch demnächst zeigen werde. Vielleicht sogar im Anschluss direkt hier. Dann wird das rauskommen, dann kommt direkt das andere, was ich zeigen möchte. Die Spiele sind immer relativ cool und ich denke mir immer, warum haben die keinen Programmierer eingestellt? Vielleicht ist da auch einer, aber ich meine, vom Gefühl her würde ich sagen, dass das immer von Game Design, also von Grafikern gemacht wird, das Spiel. Und keiner sich die Mühe macht. Oh, man kann rennen. Vor allem, wer setzt denn. Guck mal, hört das ja jetzt. Wer setzt denn den Sprung auf dem Loslassen der Taste? Niemand. Das ist auf jeden Fall keiner, der jemals ein Game entwickelt hat. Ich möchte natürlich niemanden damit auf die Füße treten. Aber. Wie immer. Werde ich ehrlich bleiben. Und es ist
schrecklich zu steuern. Das ist Fakt und das macht das Spiel leider traurig. 10 Level, in denen man wahrscheinlich nur rumschreien würde, weil die Steuerung nicht klappt. Naja, jetzt wo ich weiß, dass der Sprung erst beim Loslassen kommt, geht es auch nicht besser, sieht man ja. Ich weiß nicht mehr, ob ich jetzt den zweiten schaffe. Was natürlich daran liegt, dass da oben... Ist der da jetzt zwischenher gefallen oder was? Was stand da? Achso, da ist kein Surface-Type drauf. Egal. Wichtig ist nur, ich möchte das natürlich schaffen. Ich mag Jump'n'Run-Spiele, aber warum müssen die immer so schlecht designt sein? Da wollte ich gerade weiterzählen. Wir haben ja sonst nichts Besseres zu tun, denn ich bin ja hier schon ein paar Mal. Da kommen wir nicht lang. Ich bin mir nicht sicher, aber... So, nochmal hier lang. Wo war ich denn vorhin? Da hinten, ne? Aber ist das nicht irgendwie blöd, wenn die Plattform unten bleiben? Ah, vielleicht muss ich rennen. Ich habe jetzt den Knopf nicht gedrückt. Immerhin kann man rennen. Das macht die Sache nicht besser. Auf jeden Fall, nette Idee, bitte. Wenn, ich hoffe einfach, dass das Video geguckt wird. Wenn nicht, naja, ist ja nicht schlimm, aber ich glaube, da müsste man sich sogar die Mühe machen, ein Review schreiben. Denn das Spiel hat Potenzial und ich finde es auch gar nicht schlecht. Schrecklich, dass alle abbrechen und man kommt gar nicht hier hinten hin, wenn man... Jetzt würde man nicht mehr hinkommen. What the fuck? Ach, ich hasse es. Es war wieder falsch rum. Ah! Also, ich würde sogar meine Hilfe anbieten. Das sieht aus, als hätten die wieder so ein... gibt viele solche Games, die werden zum Beispiel mit Unity gemacht. Mittlerweile kennt man das einfach. Ich meine, das ist jetzt CryEngine ganz am Anfang gewesen, aber trotzdem. Da ist so ein Standard-Controller drin. Damit man einfach mal, wenn man sowas baut, direkt loslegen kann und gucken kann, wie das so aussieht, wenn man sich da rumbewegt. Ob man da drauf kann... Und genau so fühlt sich es an, wie so ein Standard-Controller, der nichts, überhaupt mit, nicht mal annähernd diesem Spiel. Ach, ich halte schon wieder. Ich will immer halten zum, ne, springen. Und nicht loslassen. Ich muss ehrlich gestehen, habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Ich glaube sogar, wenn irgendein Grafiker ein Spiel baut, selbst dann würde er niemals die Sprungtaste beim Loslassen machen. Das macht keiner. Wer auch immer das designt hat, bitte. Spiel irgendein anderes Spiel. Und jetzt habe ich verkackt, komplett, oder was? Ich bin mir nicht sicher. Das kann sein, nach 10 mal runterfallen. Geht's also von neu los. Naja, wir haben auf jeden Fall einen Test hinter uns. Ich kann nicht viel zu dem Spiel sagen. Es wird eine Einzelfolge bleiben. Idee ist super, kann ich so empfehlen. Leider nein, es wird... euch nicht glücklich, das macht mich ja leider noch nicht mehr glücklich. Ich bin eigentlich relativ, also erstmal relativ gut in solchen Spielen und vor allem quäle ich mich auch durch solche Spiele normalerweise durch. Aber nicht, wenn man so wie hier zum Beispiel an der richtigen Stelle stehen muss. Wir probieren nur einmal den Weg oben. Jetzt, wo ich ja weiß, dass sie runterfallen. Da unten war wieder nichts draufgesetzt, so stand das da wieder. Oh nein, jetzt juckt mir die Nase, mitten im Sprung wahrscheinlich. Oh, es juckt wirklich. Das ist fies. Okay, ich muss eben... So, jetzt sind wir bereit und... bitte drauf, da auch drauf und da drauf und da drauf. Und dann falle ich da jetzt gnadenlos runter, weil... Hoch.
Ah, das ist auch übrigens, muss ich sagen, ziemlich nervig. Wer hat sich denn schon wieder sowas ausgedacht? Da ist das Ding. Schade. Ich habe gedacht, könntest du abkürzen, aber irgendwie hat das Ding sich nicht bespringen lassen. Da ist die Frage nur, wie kommen wir da hin? Das ist das Ding da, ne? Ich hab verkackt. Na gut, auf jeden Fall, da die Folge schon fast so lang ist. Momentan keine Kaufempfehlung von mir für dieses Spiel, leider. Das war auf jeden Fall Plattformica und ich hoffe, dass die Entwickler die Steuerung verbessern. Morgen könnte sofort, ich denke mal, dass ich das morgen raushaue, Windlands, glaube ich, heißt das Spiel. Es ist genauso, also es ist so ähnlich, muss ich euch auch zeigen. Ist ein ähnliches Feeling und da ist wieder das Gemecker groß. Wir werden das dann morgen sehen. Wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge auf meinem Kanal. Und das hier war Plattformica. Ciao.